Hallo und willkommen zu diesem Let's View dieses wunderbaren Star Wars Buches, die Risszeichnung aus dem Heine Verlag. Ja, ihr seht schon, gezeichnete Querschnitte von beliebten Fahrzeugen aus dem Star Wars Universum, eben halt auch mit kleinen Szenerien. Hier sehen wir, dass es sich um Teil 1 bzw. Episode 4 handelt. Für mich ist es Teil 1, ich bin damit aufgewachsen. Luke wird gerade von Obi-Wan trainiert, während sie Richtung Alderaan unterwegs sind. Gut, schauen wir uns mal an. Sternenhimmel ist sozusagen die Seite. Ich mache mir das so, dass ich gut blättern kann für euch. Hier sehen wir einen Chickenwalker, ne, von den Texten von David West Reynolds, illustriert von Hans Jensen und Richard Chasemore, übersetzt von Oliver Denker. Ja, hier sehen wir auch schon so ein paar Informationen, die Liste von wer dabei ist an Fahrzeugen, Slave One, RCST, AT-AT. Hier ist eine Einleitung, noch ein bisschen so Grunderklärung. Auch hier sehen wir schon einen Querschnitt vom X-Wing, absolut kultig. Aber der, ja, ob der dabei ist, wissen, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Werden wir gleich sehen. Unten nochmal Darth Vaders TIE Fighter. Ja, gut, Einleitung. Gehen wir weiter und wir fangen gleich an mit dem Blockade Runner. Auch richtig cool. Das ist ja vom Anfang, wie die Sturmtruppen eben halt gestürmt haben. Hier sehen wir das auch so ein bisschen, die Szenerie. Auch wie viele Leute überhaupt da drin sind. Das ist Wahnsinn. Eben halt, der ist auch größer, als man immer denkt. Man hat ja gar kein Gefühl dafür. Auch hier so Räumlichkeiten. Groß das Cockpit und die ganzen Maschinenräume, Konferenzräume. Hier auch so. Ja. Wo eben was ist. Richtig cool gemacht. Weiter geht es. Nach dem Blockade Runner kommt der Sternzerstörer. Gut, hier ist der natürlich so gewaltig, dass man nicht so viel zeigen kann. Hier sehen wir auch, wie die Corvette, die wir eben gesehen haben, da reinpasst. Viele Bereiche. Hier sehen wir auch ein bisschen Querschnitte von der Mitte Zielebene und Turm, Gefechtstürme hier. Das ist so kleine Querschnitte von den Seiten. Hangarbereich. Auch hier sehen wir auch das eine Landungsschiff noch von den, für die Truppen, TIE Bomber. So, nächste Seite. Oder nee, gar nicht nächste Seite. Ich gucke gerade. Ich glaube, hier können wir noch was aufklappen. Da geht das zum Aufklappen. Hier ist es. Also haben wir den TIE Fighter jetzt. So zu halten. Den TIE Fighter hier auch wieder im Hangar. Der Todesstern im Hintergrund. Auch richtig schön gemacht. Und hier sehen wir den Todesstern. Ich kann das gar nicht komplett zeigen. Auf so einer Doppelseite. Hier sehen wir das mit dem Todesstern. Oben mit dem einzelnen Szenen sozusagen, die wir kennen. Die Müllpresse, der Inhaftierungsblock. Wo Obi-Wan den Traktorstrahl abschaltet, der Kampf, Todessternschuss, Millennium Falcon. So, und hier sehen wir auch nochmal einen Querschnitt von dem Ganzen. Ja, wirklich nicht schlecht vom Todesstern. Sehr, sehr cool gemacht. Richtig coole Sache. Nur vorsichtig geknickt. Hier haben wir dann den Sandcrawler. Also ihr seht, alles so ein bisschen auf ja, Episode 4 zusammengestellt, kann man so sagen. Auf eine neue Hoffnung. Vorne die Rampe. Das kam ja nicht wirklich so zur Geltung, weil sie sind alle mehr hier vorne gewesen. Wir haben ja diesen Teil mehr im Film gesehen. Da waren R2D2 C3PO untergebracht. Auch hier das Cockpit. Ein bisschen konnte man in The Mandalorian sehen. Da hatte ja Mando ganz gut mit denen zu tun. Na, schauen wir uns mal an, was das nächste bietet. Den Millennium Falcon. Hier sehen wir ihn nochmal. Ein bisschen ausführlicher. Genau, ist aber das gleiche Bild wie vom Cover. Viele Erklärungen. Ihr könnt sehen, wo was ist. Wird alles erklärt. Das Buch lohnt sich wirklich auch anzuschauen. Hier so ein bisschen von dem Schachbrett, was Chewbacca und C-3PO spielen. Und hier in groß der T-65 X-Wing. Auch absolut cool. Ja, so cool.
Und wir sehen ja überall, wo die ganzen Sachen versteckt sind, die ganzen Techniken. Cool. Absolut cool. Ja, hoffentlich können wir das alles sehen. Auch einer meiner Lieblingsfahrzeuge irgendwie gewesen, der Y-Wing. Ja, auch sehr, sehr gewaltig. Das ist so ein Bomber gewesen, also ein bisschen schwererer Transporter. Auch eines der ersten Fahrzeuge, die ich hatte vor dem X-Wing als Kennerspielzeug. Der TIE Advanced X-1 Darth Vaders. Hier sehen wir ihn auch. TIE Fighter, das ist dann später. Der kam in Teil 3 vor. Der Nachfolger des TIE Advanced. TIE Interceptor. Auch absolut cool. Ja, der muss natürlich quer. Der ATS, der AT-AT, der Walker. Hier sehen wir auch noch etwas, was nicht im Film vorgekommen ist, aber geplant war, weil man es inhaltlich geplant hat. Ein Snowspeeder auf dem Speederbike mit Scouts im im Snowtrooper-Design. Nie vorgekommen im Film, aber auch absolut cool. Auch oben das Cockpit erklärt und wie die Leute da drin sind, damit sich die Truppen abseilen können. So ein bisschen wie aus dem Hubschrauber. Hier sehen wir auch die Speederbikes. Das Design hat sich bis heute fast durchgezogen oder weiterbehalten. Es ist immer sehr interessant, das alles wirklich zu sehen. So, mal sehen. Der nächste ist, hier haben wir mehrere drauf, der Snowspeeder und der AT-ST, der ja auch vorgekommen ist aus Imperium Schlägt zurück. Hier haben wir ja auch das Imperium Schlägt zurück. Bordschütze, Schlepphaken, auch absolut cool. Kälteanpassung. Also, Wahnsinn. Ne? Richtig cool gezeichnet. Der Chicken Walker. Auch kam in dem Film nur ganz kurz im Hintergrund vor, aber in Rückkehr der Jedi-Ritter ausführlicher. Slave One, Boba Fett's Lieblingsraumschiff oder Raumschiff, was später in Firespray umbenannt wurde für The Book of Boba Fett, weil sie das Wort Sklave, das Slave nicht mehr haben wollten. Sehr, sehr cool. Hier mit Jabbas Segelschiff. Jetzt sind wir schon bei Rückkehr der Jedi-Ritter. Eigentlich recht klein. Auch hier Jabbas Palast hier mit kleinem Bild, auch witzig. Oder Jabbas Unterkünfte, ein bisschen einfach gehalten. Also hier ist es ist, glaube ich, das wird kleiner, als es später war. Auf jeden Fall sehr interessant. Tanks für lebende Nahrung. Hier sehen wir auch, wie sie gerade zum Sarlacc geführt werden. Das ist ein bisschen eine Szenerie rausgebaut. Ja, und das war's schon. Das war schon dieses Buch. Ja, das war der kurze Let's View zu diesem Star Wars, die Risszeichnung Buch von Heine Verlag. Ja, hoffe, hat euch Spaß gemacht. Dann freue ich mich über ein Like. Ansonsten kommentiert, was fandet ihr hier toll und wie hat euch das Buch überhaupt gefallen? Das würde mich freuen zu hören. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal.